Willkommen bei Samos Quiz. Mein Name ist Frank Oelke. Ich schreibe für die Zeitung Kinder und Eltern. Und ich bin nicht alleine gekommen, sondern mit mir ist auch noch dabei die Tamina, hallo. Ich arbeite bei den Wiener Kinderfreunden in der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich hätte beinahe gesagt, Lotti, du hast dich ganz schön verändert. Aber das ist natürlich nicht mehr die Lotti, sondern mittlerweile Samos. Herzlich willkommen, Samos, bei unserem Quizstudio. Wie ihr sicherlich wisst, gibt es ja in unserer Zeitschrift Kinder und Eltern auf der letzten Seite immer die Quizseite. Früher hat uns über viele Jahre Lotti begleitet, jetzt begleitet uns Samos mit einem Quiz. Und ich möchte sagen, du hast was ganz Besonderes für uns mitgebracht. Ja. Und zwar, magst du es erklären? Ich glaube, ich überlasse es dir. Okay, ich überlasse es mir. Wir haben euch gebeten, legt 2, 4, 6, 8, 10, 12 Streichhölzer auf den Tisch und verschiebt nur 3 Streichhölzer, um 3 Quadrate zu haben. Und kein Streichholz darf übrig bleiben. Mein lieber Freund Samos, das ist aber eine ganz schön schwierige Frage. Ganz knifflig. Vom Stil her möchte ich sagen, ich erkenne Parallelen zur Denkweise von Lotti. Ihr habt es wahrscheinlich schon zigmal ausprobiert und seid jetzt gespannt, wie die Lösung lautet. Samos, darf ich es verraten? Ja. Ich denke, das ist ein Ja. Was ihr machen müsst, wenn man es weiß, ist es ganz simpel. Man schaut hin, 100-mal hin und findet es nicht. Ihr nehmt dieses Streichholz, legt es nach da, nehmt die beiden Streichhölzer am Rand und legt sie so. Und wir haben 3 vollendete Rechtecke. Samos, wie bist du so drauf gekommen? Das ist unglaublich. Großartig. Keinen Fluchtversuch machen. Wir brauchen noch die Abmoderation, Samos, okay? Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns in einem Vierteljahr, wenn die nächste Kinder und Eltern erscheint und es wieder heißen wird, Samos Quiz. Baba. Mach's gut, tschüss.